Hi und ja, damit herzlich willkommen zu Furious Let's Plays mit Biss und einem neuen Spiel, und zwar Overwatch von Blizzard Entertainment. Ja, ich spiele das Spiel jetzt seit, ich sage jetzt mal grob 2-3 Wochen. Ihr seht das auch an meinem Level. Spieler Level 17 ist jetzt noch nicht so der Burner. Ich habe auch noch nicht so viele Helden durchgespielt. Auch schon ein bisschen aus Berührungsängsten. Aber da kommt ihr jetzt ins Spiel. Und zwar möchte ich gerne Overwatch lernen. Ich habe ein paar nette Leute, die mir immer wieder mal helfen. Könnt ihr euch die mal zeigen. Da gibt es zum Beispiel den Almo, ne, die Ayumi, die Fairstrider, hier den Fuchsen, den Litarian natürlich, von Litarian TV. Hier noch ein weiterer Arbeitskollege, der Ruhe, die im Spiel ab und zu mal, ne, habt ihr vielleicht schon bei Litarian gesehen. Mhm. Also viele nette Leute, ich verlinke euch auch deren Kanäle, sofern vorhanden, auch mal in diesem Video mal in die Videobeschreibung, damit ihr die auch mal besuchen könnt. Also ich habe schon so Leute, die mir helfen, das Spiel zu verstehen. Nur meistens kommen diese Tipps immer im Spiel, im Gefecht. Dann heißt es mehr, bleib mit dem Reinhardt eher bei uns, stimme ich zu weit vor, oder nutzt den Soldier eher mehr auf Distanz und keine Ahnung halt. Es kommen verschiedene Tipps, verschiedene Informationen immer, die ich so gar nicht so schnell verarbeiten kann. Und ich möchte gerne, dass ihr mir Overwatch beibringt. Das heißt, ihr schreibt mir unten in die Kommentare einfach rein, was habe ich in dem Spiel falsch gemacht, was hätte ich besser machen können, wie kann ich den Charakter effektiver spielen, vielleicht auch ein paar Tipps zu der Map, die wir gespielt haben und so weiter. Ich möchte gerne die Charaktere der Reihe nach durchspielen, von den Gebieten vielleicht mal einmal einen Damage-Dealer, einmal einen Tank, einmal einen Supporter und so weiter. So der Reihe nach einfach, dass wir auch die Charaktere ein bisschen kennenlernen, und da helft ihr mir dann einfach dabei, dass ich das dann langsam verstehe, wie das Spiel eigentlich zu funktionieren, weil jetzt im Moment, glaube ich, habe ich Reinhardt so einigermaßen gut verstanden und die Ana checke ich schon so ein bisschen, aber der Rest, puh, also auch hier, jetzt seht ihr gerade die Tracer, ich habe die einmal mal angespielt, ist ein brutal hektischer Charakter für mich, aber vielleicht gibt es einfach so ein paar Informationen, wie man die Charaktere am schnellsten spielt oder am besten versteht. Genau, also wie schon gesagt, ihr helft mir und habt beim Zugucken so ein bisschen Spaß, hoffe ich. Ich werde immer 2 Matches machen in jedem Video mit dem Charakter, den wir für dieses Video dann immer spielen. Im Moment überlege ich gerade, ob ich immer zuerst mal ein Match mit der KI beginne, um so ein bisschen reinzukommen, auch mal ein bisschen Zeit zu haben, den Charakter zu verstehen und dann ein Match mal richtig über die Schnellsuche zu machen. Werde auch das Warten immer abkürzen, also werde hier so ein paar Jump Cuts reinpacken, damit ihr nicht, wenn wir länger auf ein Match warten müssen, da die Wartezeit mit Zugucken verbringen müsst. Also es soll hier kein Live-Let's Play werden, ähnlich wie ein Stream oder so, sondern ich möchte das schon so ein bisschen durchkonzeptionieren. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Tipps. Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu trottelig an, dass das Zuschauen einigermaßen Spaß macht. Vielleicht haben wir auch die ein oder andere Situation, wo ihr auch mal lachen müsst. Ich hoffe, dass es einfach euch viel Spaß macht, mir zuzugucken. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an mit dem Spielen. Wir wollten gegen die KI starten, haben wir gesagt. Und ja, gut, Schwierigkeit. Nehmen wir Mittel, weil ich möchte es doch ein bisschen lernen. Mal gucken, vielleicht werden wir so im Laufe der Zeit rausfinden, dass Mittel doch nicht so das Mittel zum Zweck ist. Mal gucken. Ankunft beim Tempel des Anubis. Tempel des Anubis. Habe ich schon ein paar Mal gespielt. Mag ich gerne mit Reinhardt. Also finde ich immer sehr, sehr, sehr angenehm. Okay, beim Spiel gegen die KI habe ich also nur so eingeschränkte Möglichkeiten, weil natürlich meine Mitspieler sich die natürlich auch schon raussuchen. Dann fangen wir mal mit Pharah an. Ne, wir haben gesagt, von links nach rechts, gehen wir es einmal durch. Mal Pharah kenne ich auch schon ein bisschen. Kenne ihre Fähigkeiten. Weiß, was zu tun ist. Gut, wir haben jetzt keine Tanks, keinen Heiler. Da nehme ich jetzt einfach keine Rücksicht. Da sollen sich die anderen irgendwie die Hacken wund laufen. Da habe ich jetzt nicht unbedingt den Bock drauf. Sieht so aus, als ob das Match schon läuft. So, mal gucken. Na, wo sind wir denn? Wenn wir irgendwas reißen können hier. Okay, KI ist dann doch relativ simpel gestrickt, ne? Und vor allem diese Mittel.
auch sehr angenehm. So, da hat's mir auch schon zagelt. Ging ja flott. Oh, ein Aimbot, was? Naja, Spaß beiseite. So. Gucken wir mal. Na, gegen die KI ist es dann doch echt simpel, ne? Also man kann hier echt relativ schnell Hits und Kills landen. Das ist jetzt nicht so der... So, lassen wir uns mal hier den Weg so ein bisschen frei. Oh Gott, das schon mit Ult, nicht so schön. Ja, okay, also es, ihr werdet hier gleich schreien. Was mir klar ist, Pharah ist offenbar ganz eindeutig kein Nahkampfcharakter. Eher von oben, eher von weiter weg. Das macht halt ihre Primärwaffe aus, ne? Na? Gucken wir mal. Kommt man denn in diesen Tempel eigentlich von oben rein? Komme ich so weit hoch? Könnte man mal ausprobieren, ne? Ah, mal so ein bisschen die Map auch kennenlernen. Zack. Nee, komme ich nicht hoch. Keine Chance. Macht nix. Hallo, Pinata. Was schießt denn auf mich? Ah, gewonnen. Sehr schön. Ja, war schon ein laufendes Match, deswegen ging es jetzt ein bisschen schneller, aber klar, wir nehmen also Pharah jetzt. Ja, GG, alles klar. Highlight des Spiels. So. Naja. Da war ich jetzt nicht dran beteiligt. Umso besser. So, verlassen wir das Match. Ja, bin ich. Gut. Und dann? Wie geht's weiter? Spielen. Schnellsuche. Na. Unterwegs zur Route 66. Yeah, Route 66. Die ist auch schön mit der Pharah. Da hat man nach oben eigentlich so gut wie keine Beschränkungen. So, jetzt müssen wir schnell sein. So, werdet euch angucken. Mit mir. Oh Gott, ihr habt keine Ahnung, was euch erwartet. Der offizielle Noob im Team. Alter. Was? Hier! Bist du besoffen? Ich beschütze die Unschuldigen. Ja, gibt's denn das hier? So, na jetzt hat. Huiuiuiui. Will ich gar nicht wissen, oder? Was gibt's da zum Glas? Okay, das mit dem Voice Chat, das muss ich ausschalten. Sorry. Alter Falter, ey. Kann auch noch so. Man kann ihn noch verlassen, glaube ich, aber ich habe jetzt echt nicht überrissen, wie auf die Schnelle. So, gucken wir mal. Hier oben gefällt mir immer ganz gut. Ich bin einsatzbereit. Die kommen ja immer relativ schnell. Dieses Potenzial. Nee, hahaha. So, was seid ihr denn? Angreifer nähert sich. Meistens kommen sie von da unten. Halten Sie die Fracht auf. Roadhog. Ja, schön, läuft doch. Scharfschütze gesichtet. Ja, hab ich gesehen. Was ist denn? Ui, ist das hier hektisch. Ui, ist das hier hektisch. Nicht schön. Na. Oh. Da hat sie mich dann doch down bekommen. Die Widowmaker. Naja. Naja, in der Hitbox hat die auch, oder? Wieder im Einsatz.
Das ist so. Eieiei. Sind wir ein bisschen großzügig mit den Hitboxen in dem Spiel, das ist mir schon mal aufgefallen. Aber ja, gut. So ist das Spiel. Damit wir es mal alle umgehen können. So, ihr schiebt hier schon so schön. Ah ja, und Roadhog darfst du natürlich nicht in die Fresse kommen hier. Dem darfst du nicht vor die Fresse kommen. Nein, 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 nein. Oh, da hat er wirklich gezielt, du. Obwohl ich nochmal ausgewichen bin, weil ich wusste, was er vorhatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, das davon kannst du mal ausgehen. Man muss sich immer ein Hintertürchen offen lassen. Den Spruch finde ich immer ein bisschen grenzwertig. Ich möchte mir kein Hintertürchen offen lassen. Hat nicht mehr gehört, ne? Hoppla, Entschuldigung. Na, wo bist du denn? Bleib halt da. Na, bleib halt da. Mach halt nicht lang rum hier. Aha, auf mich schießen wollen sie. Guck an. Nö, nö. Wo bist du denn? Schaut ja aus wie Dick Tracy hier. Mit dem gelben Trenchcoat. Oh, schade. Naja. Irgendwann muss ich mich dann auch mal da brezeln. Ja, die hat mich halt. Ja, die wollte mich haben. Das ist klar. Die wollte mich haben, das ist klar. So. Jetzt krieg ich dann auch nicht bald mal die Ulti. Ich muss mir Schaden machen, ich merke das schon. Ich ziehe noch zu hektisch, ne? Das ist alles noch so ein bisschen unsauber, was ich da mache. Mal schön den Eingang zum Ballern hier. Nein, ich wollte noch weg. Nein, ich wollte noch weg. Habt ihr gesehen, ne? Ich wollte noch weg. Ah ja, das war ja Lucky Shot hier, ne? Raptora-Systeme hochgefahren. Ist schon recht. Das war ja Lucky Shot. Komm schon. So. Wer hat noch nicht? Wer möchte noch mal? Mann, das sind Laufwege hier. Das ist auch immer so ein bisschen anstrengend. Ja, das gehört. Du gehörst jetzt zu mir. Ja, da erwisch ich dich jetzt. Und weg hier. Nein, nur von hinten. Hatte ich den nicht schon? Der war doch schon down. Ich hatte den McCree doch schon down. Ah, ich muss mir die Wiederholung angucken. Nee, weil, sonst wäre ich ja nie... Ich hätte dem ja nie den Rücken zugedreht. Ich dachte echt, den hätte ich schon. Ich hatte doch schon einen Kill. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Was unsichtbar ist. Ja, ja, unsichtbar. Weißt du, für sowas verballere ich dann die Ult. Das ist doch ärgerlich. So, mal ein bisschen weg hier. Hoppala. Na komm, der sieht doch echt aus wie Dick Tracy, oder? Ja, ich... also, ihr werdet mir... Ihr werdet mir viele Tipps geben, da bin ich mir sehr sicher. Nein, nein. Die kommt nicht mehr weit. Das sind nicht mal mehr 5 Minuten, guck mal. Das sind nicht mal mehr 5 Minuten. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Da ist ein Roadhog. Den hasse ich ja wie die Pest, ohne Scheiß. Den hasse ich ja wie die Pest. Ich bin aber auch so dämlich, ne? Ich sag selber noch, ich darf nicht so weit vorgehen. Und was mache ich? Das Problem ist nur, da musste ich jetzt hin. Was schießt denn da? Und warum schießt's? Ja,
Von hinten. Von. Ja. Mhm. Ist klar. Ja, kann man machen. Wieder im Einsatz. Kann man machen. Die Fracht nähert sich. Oh Gott, ihr werdet mich ja. Oh Gott, ich glaube, ich mache einen riesen Fehler. Ich hoffe nur, dass meine Community echt fair mit mir ist. Auch mal feuern, wo nichts ist, ne? Kann man auch machen. Wenigstens einmal den Roadhog mitgenommen. Wenigstens einmal den Roadhog mitgenommen. Das war's mir jetzt wert. Ja. Na, ja, das war klar. Also, Entschuldigung, das war definitiv auch meine Schuld. Oh Gott, ich hab noch keine Ahnung. Schicke Skin übrigens. Von der gegnerischen Pharah. Na? Was macht denn hier? Ja? Krass, okay. Nice. Also. Zwei Kills, guck an. Natürlich bin ich dann nirgendwo vertreten. So, hier, komm. Krass zu meinem Team. So, jetzt gucken wir mal. Ja, bin ich mir sicher. So, ich möchte mal eins spielen. Eins will ich noch spielen. Wir haben zwar gesagt, wir spielen nicht so viele, aber ich möchte noch ein bisschen was reinpacken in die Episode. Musste gerade so lange warten. Los geht's! Ja, Gibraltar. Sehr gut. Gibraltar, Entschuldigung. Gibraltar. Schnell sein. Wählen Sie Ihren Helden. Yes. Sehr gut. Jetzt mal schon. Mit meinem Bayern-Saison, gell? Also hier, solange wir noch Zeit haben, seid gnädig mit mir, ohne Scheiß. ich habe echt keine Ahnung von dem Spiel. Ich gebe das echt offen zu. Ich kenne auch die Art von Spielen nicht so gut. Bin jetzt kein Counter-Strike-Zocker oder irgendwas in der Richtung, ne? Also diese Shooter-Games, ihr wisst, was ich sonst spiele, ne? Rollenspiele und schön hier Figürchen rumsteuern. Seid gnädig mit mir, bitte. Ich kann so, also, gebt mir gerne Kritik und Kommentare ab, aber ich weiß, dass ich nicht spielen kann. Das könnte interessant werden noch. Bin mal gespannt, wo dieses Projekt noch hingeht. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Ah, ja. Hauptsache ihr zwei versteht's euch, ne? Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Kann man hier oben stehen? Nein. Warum kann ich da oben nicht stehen? Ich habe immer davon geträumt, hier stationiert zu sein. Ist das so? Das macht mir jetzt schon so ein bisschen Angst. Ja, das war schlecht. Los geht's! Ja! Immer feste drauf auf mich. Irgendwie von hinten rankommen, ne? Den Reinhard vor allem von hinten treffen. Kann dir nur helfen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Aua, was schießt denn da? Warum schießt er auf mich? Könnte ich mal den Jump bekommen? Danke. Ja, so schlecht waren wir uns gar nicht, ne? Was ich so gar nicht weiß ist, kann ich eigentlich mit Pharah meine eigenen Teamkollegen erwischen? Also gibt's Friendly Fire? Weil mich selber, glaube ich, kann ich erreichen, ne? Ah! Jetzt
Scheiße. Na, jetzt habe ich nicht nach oben geguckt. Egal. Aber das war doch jetzt... War das jetzt... Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, echt nur daneben geballert, oder? Die hat ja nur warten müssen. Ja, geil. Schön. Das ist was, liebe ich. Also das ist so... geile Killcams, wo ich selber sehe, so... Oh mein Gott, was hab ich da jetzt gemacht? Wo muss ich denn hin? Ach, da. Ja, doch, so dieses... Was, wo renne ich denn hin, Leute? Wo renne ich denn hin? Könnt ihr mir das mal verraten? Was für einen Scheiß renne ich denn da zusammen? Wo bist du hin? Komm zu mir. Kommst du her? Wo bist du hin? Habt ihr dich doch gesehen, oder? Du bist wieder du. Jetzt kommt gleich von hinten einer. Oh, wenn ihr gerade sehen würdet, wie ich mir einen Kopf drehe und wende. Oh, ich habe eine Ult. Ah, ich komme nicht weg. Ja, ich hab's gesehen. Könnt ihr mir... Habe ich noch einen mitgenommen? Ja, die Heilerin. Ach schön, guck mal an. Das ist eure gerechte Strafe. Ah, das wollen wir gar nicht wissen. Das wollen wir gar nicht wissen. Raptora-Anzug wieder einsatzbereit. Aber die macht wenigstens schön Chaos. Das ist, finde ich gut. Die macht ein schönes Chaos. So, wo seid ihr denn? Ja, da läuft sie. Oh, haben wir noch einen erwischt? Nee. Schade. Ah, nice. Ja, die werde ich auch irgendwann mal kennenlernen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Dr. Mercy im Bereitschaftsdienst. Eieiei. Die labert deinen Scheiß. Was laberst du? Was? Hä? Was hat denn der da gehabt jetzt? Jetzt wäre eine Ult recht. Boah, wie schnell ist denn der? Hör mal auf, dich zu bewegen. Ficker. Was hast du gesagt? Hat er nicht gesagt, ne? Ja, das sehen wir gleich. Oh, jetzt hat es mich doch nochmal erwischt. Jetzt hat es mich dann nochmal erwischt. Helden sterben nicht. Oh, die musste jetzt aber auch. Also, die musste. Die musste jetzt aber auch ganz schön hier. Mir nachzielen. Passt doch. Heilung platziert. Alles richtig gemacht. Reinhardt. Das ist eure gerechte Strafe! Mir steht keiner weg! Boah, die ist so lästig. Schau mal aus. Haben wir eigentlich auch einen im Ansatz irgendeinen Heiler im Team?
vorlesen. Hoppala. Danke. Wir haben eine Anna. Sehr schön. Merci. Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau. Na, ein bisschen ruhiger jetzt, ja? Danke. Heilung ist super. Kennt ihr ja vom Baden, ne? Heilung. Aber Hansche, was machst du denn? Was macht ihr denn? Na? Erwischt? Ja, ja. Machen wir schon. Wo ist er denn hin? Lass dein Schild runter, lass dein Schild runter. Ich trottel. Ah, das war dumm. Zurück auf Patrouille. Das war ja dumm. Scharfschütze, bleibt in Bewegung. Naja, noch eine Ult, eine Minute. Läuft. Fick dich, Mercy! Haben sie eh noch geschafft, oder? Nein! Ach, scheiße, der hat Spaß gemacht. So. War gut. Ja, ja, klar. Doppelkill oder irgendwas, was das vorher mal war. Na ja, guck, hat er doch einiges gerissen. Guter Jumprat. Ja, war schick. Gut gemacht. Ja, komm hier. 13.000 Schaden ist nicht schlecht. Das hätte eigentlich ich sein sollen. So, Match verlassen, jawohl. Okay, Freunde der Nacht. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Bin gespannt, was da so alles reinflattert. Seid nett zu mir, ohne Scheiß. Ich hab so Angst. Das ist so ein Spiel, da ist die Community so ein bisschen, die einen sind so, ja, er ist neu und er kann's noch nicht. So nachsichtig, ne? Und da gibt's natürlich die Pros hier mit Level 80, 90, keine Ahnung, 1 Stern, 2 Stern, Ranked, irgendwas, wie viele Punkte, die dann sagen so, Alter, mach erstmal Matches gegen die KI. Und sowas, ne, wo ich mir denke, so, nee, ich will das Spiel spielen. Ich spiele das Spiel, um zu gewinnen, und ich will das Spiel irgendwann mal drauf haben, und eine KI lernt mir nix. Ich brauche richtige Spieler. So, und deswegen, seid nett zu mir. Oh Gott, ich sag das so oft, ne? Ich hab da echt Angst. Also, danke fürs Zugucken, und wir sehen uns in der nächsten Episode dann mal mit einem anderen Charakter. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst ein Däumchen da, wenn ich euch ein bisschen unterhalten habe. Ich muss noch ein bisschen reinfinden in dieses Spiel und gleichzeitig kommentieren. Ich merke das auch selber schon hier in der ersten Episode, während ich das hier aufgenommen habe. Wir kriegen das hin, und bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. In diesem Sinne, macht's gut, ne? Tschüss.